Gestern war der politische Super-GAU für Markus Söder, denn das Bundesverwaltungsgericht hat in zweiter Instanz festgestellt, dass die Ausgangssperren in Bayern während dem ersten Lockdown im März und April 2020 unverhältnismäßig waren. Ja, liebe Freunde, das haben wir längst gewusst, denn wir haben uns ja auch immer gegen diese Ausgangssperren gewehrt und waren für euch alle aktiv hier im Bayerischen Landtag, im Parlament, in den Ausschüssen, im Plenum. Aber wir waren natürlich auch bei euch auf der Straße und gestern war ein Tag der Gerechtigkeit. Und diesen Tag der Gerechtigkeit, den wird es wahrscheinlich demnächst wieder geben. Wir waren ja immer auf der Seite des Team Eigenverantwortung und Freiheit und werden wahrscheinlich auch in anderen Fällen, wie beispielsweise bei den Maßnahmen zum zweiten Lockdown oder zur partiellen Impfpflicht, Recht bekommen. Wollen wir es hoffen.